Jetzt müssen wir aber doch noch zu den Sonnenbrillen kommen. Was ist denn das für ein edles Teil? Das Besondere hier ist, die Radar Pace ist eine Sonnenbrille mit inkludierten Trainer, mit Personal Trainer. Das heißt, wir haben hier über die Möglichkeit, über das Audiosystem mit einer App verbunden am Handy, Brustgurt, der die Herzfrequenz misst, gibt die Träne dir, die Brille dir Impulse und Informationen, wie schnell du laufen sollst, wie lang du laufen sollst, was deine Herzfrequenz ist, die Schrittfrequenz, die Schrittlänge, die Distanz und so weiter und so fort. Man kann genaue und explizite Trainingsprogramme entwickeln damit. Also sprich, ich gebe zum Beispiel ein, ich möchte im Oktober einen Marathon laufen in 3 Stunden 50. Dann errechnet das System einen Trainingsplan für dich und gibt dir ganz klare Vorgaben, wann du wie lange, wie schnell, wie viel, wie hoch, Höhenmeter, Bergläufe, Intervallläufe und so weiter und so fort. Gibt einen ganz genauen Trainingsplan, was du wann machen musst. Das funktioniert aber alles über Audio quasi. Alles über Audio und ein Mikrofon. Also sprich, ich kann mit der Brille wirklich kommunizieren. Okay. Ich kann die Brille fragen, hey Radar Pace, wie ist meine Herzfrequenz? Und dann sagt die Brille, deine Herzfrequenz aktuell ist 150. Und kann wirklich kommunizieren mit dir. Hey Radar Pace, was ist heute im Programm? Heute haben wir einen Berglauf mit 3 Kilometer Länge, mit einer Herzzielfrequenz von 160 und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Coach, der individuell für jeden ein Trainingsprogramm entwickelt und das dann auch mit dir durchzieht. Also es ist weniger eine modische Brille als eine Sportbrille, kann man sagen, oder? Genau, ist eine Sportbrille und die ist wirklich dazu konzipiert, damit sie Athleten hilft, ihre Ziele zu erreichen. Also es ist wirklich ein persönlicher Trainer für jeden Athleten. Und das ist eigentlich das Ziel, das ist eigentlich der Grund, warum wir die entwickelt haben. Und auch hier nicht nur für die Profis, nicht nur für die Top-Athleten, sondern auch ein durchschnittlicher Sportler oder auch ein Anfänger, der mit Laufen anfängt, hilft das Produkt sehr. Weil die machen meistens den Fehler am Anfang, dass sie zu schnell laufen, zu hohe Herzfrequenz haben. Und deswegen hilft da die Brille auch, weil sie sagt ja auch, du bist zu schnell, lauf langsamer, deine Herzfrequenz ist zu hoch, lauf langsamer. Oder auch umgekehrt, du bist zu langsam, lauf schneller. Also es gibt da ganz klare Anweisungen, ganz klare Tipps. Darf ich es mal aufsetzen? Ja, gerne. Und jetzt die Ohren, die Stöpsel in die Ohren. Und dann kommuniziert der Coach mit Ihnen über die Ohrenstöpsel. Er sagt, du sollst loslaufen? Genau. Beginne, wann du willst, und dann geht's los. Okay. Schönes Teil. So, was muss ich für den Trainer zahlen? 439 Euro. Okay. Ich glaube, ihr seid schon wieder an neuen Entwicklungen dran. Was dürfen wir denn im nächsten Jahr erwarten? Ich glaube auch. Ja, es geht ständig voran. Also natürlich ist ein wichtiger Schwerpunkt ist die Elektronik, die in den Produkten inkludiert ist, die immer weitergeht. Wir haben zum Beispiel auch bei Goggles ein Projekt, wo die Scheibe beheizbar ist, dass die nicht beschlägt, dass sie komplett beschlagfrei ist. Haben wir auch auf den Markt gebracht letztes Jahr. Also das Thema Elektronik wird immer mehr und immer stärker in die Produkte involviert. Bei uns natürlich speziell. Wir schauen immer, dass wir von Innovationen und Neuigkeiten, neuen Materialien, neuen Ideen, neuen Technologien immer einen Schritt voraus sind. Das sieht man an den Produkten und da sind wir auch stark dran, dass wir da immer einen Schritt voraus sind. Bin gespannt auf nächstes Jahr. Ich auch. Danke. Danke. Ciao.